Herzlich willkommen zu einem neuen Lernvideo. Heute wollen wir betrachten, wie sich Funktionen verhalten, wenn wir sie gegen unendlich laufen lassen. Wir beginnen mit einer Definition. Es sei f von d nach r eine reelle Funktion. Wir betrachten jetzt drei mögliche Szenarien, welche eintreten können, wenn wir eine Funktion gegen unendlich laufen lassen. Nummer 1 wäre, dass diese Funktion gegen einen festen Wert strebt, gegen einen festen Grenzwert. Sie diesen aber niemals ganz erreicht. Ein Beispiel hierzu wäre die Funktion 1 durch x, also f von x ist 1 durch x. Wenn wir jetzt x gegen unendlich laufen lassen, so nähert sich diese Funktion immer, immer und immer mehr der 0 an. Sie erreicht diese jedoch niemals ganz. Eine zweite Möglichkeit wäre, dass, wenn wir das x gegen unendlich laufen lassen, auch die ganze Funktion gegen unendlich strebt. Ein ganz banales Beispiel, hier gibt es natürlich sehr viele Beispiele, sowie auch für unser erstes Szenario, wäre eine ganz einfache lineare Funktion, also f von x ist x. Lassen wir jetzt x gegen unendlich laufen, so kommt hier unendlich raus. Ein drittes Szenario wäre, wenn wir x gegen unendlich laufen lassen, dass die Funktion so dann gegen minus unendlich strebt. Wiederum ein ganz banales, einfaches Beispiel wäre f von x ist minus x. Also auch wieder eine lineare Funktion, halt dieses Mal nur umgekehrt, dass sie gegen minus unendlich strebt. Soweit mal zur Definition, damit das Ganze ein wenig klarer wird, wie wir nun das Verhalten einer Funktion im Unendlichen bestimmen, schauen wir uns hierzu ein Beispielchen an. Das Beispiel lautet wie folgt. Wir wollen für die Funktion f von x gleich x² plus x durch x² herausfinden, wie diese sich verhält, wenn x gegen unendlich strebt. Hierzu machen wir zu Beginn mal Folgendes. Wir schreiben die ganze Funktion mal ein bisschen um. Wir vereinfachen sie, beziehungsweise wir schreiben sie auch schon mal richtig an. Wir schreiben, der Limes von x nach unendlich für x² plus x durch x². Und eben das vereinfachen wir jetzt mal ein bisschen und trennen mal ein bisschen unseren Bruch auf. Also wir schreiben, ist nichts anderes als der Limes von x nach unendlich für x² durch x² plus x durch x². Hier kürzt sich jetzt ein bisschen was weg. Vorne haben wir ja x² durch x², also haben wir eigentlich nichts anderes als 1 durch 1 hier stehen. Im zweiten Summanden kürzt sich oben unser x weg und unten kürzt sich das Quadrat weg. Es bleibt also übrig, der Limes von x nach unendlich für 1 plus 1 durch x. Der erste Summand ist einfach eine Konstante, 1. Also, da bleibt einfach 1, es kommt ja kein x vor. Der zweite Summand ist schon etwas interessanter. Den haben wir aber schon bei unserer Erarbeitung der Definition kennengelernt. Wir haben gesagt, x geht gegen unendlich, also haben wir dann im Endeffekt 1 durch unendlich, also geht das Ganze gegen 0. Also erhalten wir im Endeffekt nichts anderes als 1 für unsere Konstante plus 0 für unseren Bruch, wo unser x gegen unendlich gestrebt ist, und das ist nichts anderes als 1.
Unsere Funktion strebt also für x nach unendlich gegen 1, also gegen einen Grenzwert. Damit wären wir am Ende des Beispiels angekommen und auch am Ende dieses Lernvideos. Wie immer hoffe ich, dass es lehrreich war und dass wir uns im nächsten Video wiederhören. Bis dann!